Zwingen macht sich fit für die Zukunft. Wir sind jetzt hier gerade auf unserem neu gestalteten Herz-Jesu-Platz, unserem Marktplatz. Hinter mir das Kunstwerk von Lukas Schneeweis, Weltraum, der Aufgang von der Tiefgarage hoch auf diesen Marktplatz, wo sich aktuell wieder Menschen aufhalten, Urbanität in dieser Stadt deutlich zu spüren. Bis vor kurzem waren hier noch zahlreiche Autos oberirdisch gestanden. Wir haben sie verbannt unter die Erde und haben diesen Platz den Menschen zurückgegeben. In der gesamten Innenstadt haben wir uns neu positioniert. Wir haben Wohnraum geschaffen, Urbanität für unsere Bevölkerung geschaffen, Kultur in den Vordergrund gestellt und natürlich auch das Thema Mobilität neu gestaltet. Durch unseren neuen Bahnhofsvorplatz mit zentralem Omnibusbahnhof schaffen wir es, Menschen auch auf andere Verkehrsmittel als das Auto zu bringen. Wir haben zahlreiche Bauprojekte im öffentlichen Bereich realisieren können, dank der Städtebauförderung. Neue Plätze wie hier der Herz-Jesu-Platz, Kreuzensteinplatz, drüben in unmittelbarer Nähe der Storchenbrunnenplatz. Wir haben zusätzliche Parkraummöglichkeiten geschaffen, um Autos aus der Innenstadt herauszubekommen. Wir haben die Fußgängerzone neu gestaltet. Wir wollen einfach mehr Raum und Platz für unsere Menschen hier in Singen schaffen. All das und vieles davon war nur möglich dank der Städtebauförderung. Herzlichen Dank dafür. Ja, wir sind jetzt auf dem Wochenmarkt, sind wir gut angekommen. Wir haben, der Markt ist zum dritten Mal umgebaut worden und ich finde, das ist absolut die Krönung von dem Umbau der letzten 20, 30 Jahre. Und wo auch die Stadt Singen uns entgegengekommen ist und hat das Parkhaus ein Jahr lang gebührenfrei bis 10 Uhr den Marktbeschicker zur Verfügung gestellt. Und das haben die Kunden gut angenommen und somit ist auch die Frequenz hier auf dem Wochenmarkt eigentlich sehr gut. Und Sie sehen ja heute, es ist immer was los. Auch im tiefsten Winter kommen Leute auf den Wochenmarkt, weil sie einfach hier frische regionale Produkte einkaufen können. Also unsere Produkte, wir persönlich verkaufen hier nur eigene Produkte. Das ist zum Beispiel überwiegend, also als erster Position Eier. Und dann haben wir noch eigene Obstbrände aus Streuobst. Und Walnüsse verkaufen wir noch eigene. Und das ist unser Hauptding und das erzeugen wir alles selber. Die besondere Stärke des Singener Wochenmarktes besteht darin, dass wenn, so viel ich weiß, alle da sind, sind es ungefähr 50 Anbieter. Und wir haben eigentlich eine Palette von Produkten. Ich würde fast sagen, also alles, was man zum Essen braucht, kann man hier erwerben. Von der Olive bis zum Salat, übers Ei, über Kartoffeln, Kaffee gibt es alles. Also es ist schon ein breites Spektrum da und das ist ja heutzutage wichtig, dass die Leute recht viel einkaufen können, dass ihr in noch 7 andere Läden müsst. Also eigentlich befinden wir uns ja hier in einer typischen Innenstadtsituation, die geprägt wird durch die beiden denkmalgeschützten Solitärgebäude und durch eine Blockrandbebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und unser Ziel war, private und öffentliche Räume herzustellen, dadurch, dass wir den Neubau als Verbindungsbaukörper hergestellt haben. Herausforderung bestand natürlich in der Sanierung der Villa Wettstein, die uns schon sehr viel Fleiß abverlangt hat. Ja, stadtbaugeschichtlich und auch heimatgeschichtlich gilt ja die Villa als Kulturdenkmal. Und die ursprüngliche Formenvielfalt ist ja auch noch weitestgehend erhalten, sowohl beim Grünen Haus als auch bei der Villa. Das sieht man schön in der Dachlandschaft, sowie in den Gurtgesimsen. Und das zeigt den Historismus. Und auch der Jugendstil ist hier am Eingangsportal sehr gut erkennbar, an dem Balkongeländer und an dem überdachten Eingangsbereich mit den Stützen. Und auch die stark mitsprechende Fenstergliederung, die zwischenzeitlich nicht mehr erhalten war, ist nun wieder gegeben. Die haben wir wieder so hergestellt. Die offene Bebauung von den beiden Gebäuden zeigt auch das städtebauliche Konzept der Gründerjahre. Die sind hier sehr gut ablesbar. Wichtig war uns eben, dass die Präsenz der beiden denkmalgeschützten Gebäude erhalten bleibt und beziehungsweise sogar noch rausgestellt wird. Deswegen haben wir auch unseren Neubau quasi hinten oder von der Lage her eher rückwärtig angeordnet. Wir haben den in Kubatur und Höhe zurückgenommen, sodass es sich quasi insgesamt zurücknimmt und die beiden denkmalgeschützten Gebäude einfach noch in ihrem Alleinstellungsmerkmal so stehen bleiben.
Also wir wohnen hier seit 2004. Das Restaurant de las Tapas gibt es auch seit 2004. Das war früher ein spanisches Vereinsheim. Ich bin schon Gastronom seit 92 und bin dann hier eingezogen 2004. Also ich bin Spanier, wir hatten schon immer ein spanisches Restaurant und haben uns dann auf die spanische Küche spezialisiert, hauptsächlich auf Tapas. Also dank der Sanierung Oststadt Singen hat sich bei uns sehr viel verändert. Wir konnten unser Betrieb um 50% vergrößern, auch der Biergarten konnten wir vergrößern. Wir sind jetzt sehr flexibel, wir können auch mehr Gäste annehmen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten sind wir froh über jeden Meter, den wir mehr haben. Viele Leute, die sich nicht getraut haben, weil das Haus doch so alt erschien und sich nicht getraut haben zu kommen, waren neugierig. Also wir haben seit der Ostsanierung unser Umsatz also sehr, sehr gesteigert. Wir haben auch mehr Personal einstellen müssen. Also für uns war das ein riesiger Erfolg. Also für mich persönlich ist es natürlich viel, viel schöner und besser, wenn hier ein neuer Platz entsteht. Wir haben sehr viele Seniorenheime hier in der Nähe. Wir haben auch sehr viele Familien. Es wird ein Treffpunkt für Alt und Jung. Und ich denke, dass es ein riesiger Gewinn ist für die Stadt Singe, dass man sich in der Stadtmitte sich treffen kann, wie die jungen Leute sagen, ein bisschen chillen kann und die älteren Leute Kontakt zu den jungen Leuten haben. Das macht sie sehr glücklich und sie können sich dann hier auch frei bewegen und das ist, denke ich, ein riesiger Gewinn für die Stadt Singen. Also, dass das natürlich zusammenpasst, ist natürlich zu sehen. Es wäre natürlich schade, wenn man nur einen Teil der Stadt saniert und um die Ecke alles beim Alten bleiben würde. Deswegen finde ich es toll, dass im Zusammenhang mit dem Storchenplatz, mit der Herz-Jesu-Platz und jetzt auch hier im Kreuzensteinplatz, dass das Ganze zusammenpasst, anstatt dass man nur halbe Sachen macht, dass man das richtig macht von Anfang an. Das denke ich schon, dass das sehr gut zusammenpasst. Singen ist eine seit Anfang des 20. Jahrhunderts bereits schnell wachsende Stadt mit ganz unterschiedlichen Architekturen. Dabei haben manche Epochen auch durchaus im Stadtbild ihre Spuren hinterlassen. Wir finden zum Beispiel auch hier in der östlichen Innenstadt aus der Epoche der Gründerzeit bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts Gebäude, die auch heute noch erhalten sind. Schöne Gebäude. Vereinzelt Gebäude mit Fassaden, die Stilelemente aus dem Art Deco tragen, sogar aus dem Jugendstil. Solche Gebäude wurden auch teils mit Mitteln der Städtebauförderung über sogenannte Modernisierungsverträge bereits gerichtet und saniert. Insgesamt wurden in allen Jahrzehnten in der Innenstadt Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. Teilweise wurden bestehende Gebäude abgebrochen und Ersatzneubauten geschaffen. Teilweise wurden aber auch Baulücken geschlossen und offene Ecken im Stadtgefüge mit Neubauten auch ebenfalls geschlossen und neu bebaut. Auch heute erleben wir einen wahren Bauboom. Es werden ganze Quartiere in einem Geist errichtet und die Häuser bedienen sich dabei auch nicht selten stilistischer, einheitlicher Merkmale einer zeitgenössischen modernen Architektur. Und aus meiner Sicht ist auch gerade dieses Spannungsfeld zwischen historischer Bausubstanz und moderner Architektur genau das Thema, warum Projekte der Städtebauförderung immer wieder auch aktuell sind und auch heute interessant. Die Waldigschule ist eine sehr bunte Schule. Wir haben an unserer Schule Kinder aus allen sozialen Schichten, aus allen gesellschaftlichen Schichten. Unsere Schule bildet im Grunde die komplette Gesellschaft ab. Wir haben viele Kinder natürlich mit Migrationshintergrund. Das ist in Singen, glaube ich, auch so üblicher Durchschnitt. Wir haben Familien, die wohl situiert in Einfamilienhäusern wohnen mit zwei Kindern. Wir haben viele Kinder auch, die in Etagenwohnungen wohnen. Beengte Wohnverhältnisse, wenig Wohnraum für viele Familienmitglieder. So die ganze Bandbreite bilden wir hier ab.
auch für Mamas und für Eltern da sind. Wir haben zum Beispiel ein Elterncafé. Da tauschen sich unsere Eltern einmal in der Woche in unserem Elterncafé in der Eckehardstraße miteinander aus, kommen in den Austausch, kommen ins Gespräch miteinander, stärken und unterstützen sich gegenseitig. Man kann sich gegenseitig auch so ein bisschen beraten in verschiedenen Problemfällen oder auch einfach so miteinander sitzen und sich kennenlernen. Dann haben wir einen Deutschkurs für Mamas. Da können Frauen gerne bei uns Deutsch lernen, niederschwellig, und so, wenn man frisch nach Deutschland kommt und noch gar kein Wort kann, bieten wir da ein niederschwelliges Angebot, um die Mamas auch zu befähigen, sich hier in Singen gut zurechtzufinden, sich ausdrücken zu können, sich austauschen zu können. Schön, dass wir auf diese Weise gemeinsam mit der Stadt Singen dieses ganz besondere Jubiläum feiern können. 50 Jahre Städtebauförderung. Ohne Zweifel eine 50-jährige Erfolgsgeschichte. Insgesamt sind in dieser Zeit allein 1,6 Milliarden Euro in unseren Regierungsbezirk Freiburg geflossen. Das sind durchschnittlich 33 Millionen im Jahr. Unsere Städte und Gemeinden haben damit ihre Ortsmitten neu gestaltet, Wohnraum geschaffen oder modernisiert, Kindergärten gebaut oder ihre Gewerbeflächen fit für die Zukunft gemacht. Für uns als Regierungspräsidium ist es selbstverständlich, dass wir unsere Kommunen dabei begleiten und unterstützen. Wie es gelingen kann, mithilfe der Städtebauförderung die Lebensqualität der Menschen in den Kommunen zu verbessern, zeigt uns die Stadt Singen, die seit Anfang der 80er Jahre mit großem Engagement, Kreativität, ja, und auch mit Herzblut dabei ist. Bestes Beispiel ist die östliche Innenstadt. Hier werden die Ideen einer modernen Stadtentwicklung, des Wohnens und Arbeitens in der Stadt, einer Stadt der kurzen Wege, mit Leben erfüllt. Ja, und mittendrin der neue Herz-Jesu-Platz, der sich zu einem attraktiven Treff- und Mittelpunkt entwickeln konnte. Die ganze Bandbreite der städtebaulichen Erneuerung wurde hier auf hohem gestalterischen und planerischen Niveau zusammengeführt. Dazu kann ich alle Singener Bürgerinnen und Bürger nur beglückwünschen. Und ich bedanke mich natürlich auch beim Gemeinderat, dem OB und der gesamten Stadtverwaltung. Ich verspreche Ihnen, das Regierungspräsidium Freiburg wird Sie weiter begleiten.